Heute ist schon Tag 14 in meiner kleinen Instagram-Live-Reihe auf einen Tee mit der Geldfrau. Ich grüße euch alle. Trinkt mal einen Schluck. Macht es euch bequem. Hallo, ich winke euch auch zu. Und was ist das Thema heute? Welche Geldanlage für was? Ich werde nämlich ganz, ganz häufig gefragt, Dani, ich möchte mir gerne ein Haus bauen zum Beispiel. Wo kann ich denn noch mein Geld anlegen? Und oder wenn ich mein Geld auf dem Tagesgeldkonto herumdümpeln lasse, ich krieg ja Hallo, Zuckerpudel. Ich kriege ja überhaupt keine Zinsen da drauf, wenn ich jetzt für eine Immobilie sparen will. Was mache ich denn da? Alles total berechtigte Fragen. Wenn wir aber so fragen, also wer so fragt, hat die Charaktereigenschaften jeder Geldanlage noch nicht durchdacht. Denn ich hatte euch ja gesagt, es gibt ja nicht so viele Geldanlagen, in die wir unser Geld stecken können, ne? Und jede dieser Geldanlagen hat eigene Eigenschaften. Ich rufe euch das nochmal ins Gedächtnis zurück. Die Vermögenswerte, die Assets, die Geldanlagen, ne, das sind ja die Sachwerte wie Immobilien, Aktien, direkte Unternehmensbeteiligungen oder was hatte ich noch gesagt, Land zum Beispiel, also alles, was man anfassen kann, Rohstoffe. Und dann gibt es die Geldwerte, das sind Bargeld oder Geld auf Tagesgeldkonten, das sind Anleihen oder auch Devisen. So, das sind unsere Anlageklassen, das sind unsere Geldanlagen. Und alle diese Geldanlagen, die ich gerade aufgezählt habe, die haben ganz bestimmte Charaktereigenschaften, sag ich mal. Und wie charakterisieren wir sie anhand von, also für die Geldanlage charakterisieren wir sie in drei Kategorien. Hier fragt jemand, hat eine Anfrage gesendet, um in deinem Live-Video aufzutreten. Nee, das nicht. Hier bin ich jetzt erstmal live. Okay, also ihr habt drei Möglichkeiten, drei Features im Grunde. Wunderbar, Anna. Ihr habt drei Features im Grunde, wie ihr eine Geldanlage oder eine Assetklasse einteilen könnt. Ne? Ihr könnt fragen, wie sicher ist diese Assetklasse? Also wie sicher vor Verlustrisiko, vor dem Risiko, dass ich mein Geld tatsächlich nicht mehr wiedersehe, wenn ich dieses Asset also wieder zu Geld machen will, ne? Wieder cashen will. Dann das andere, das Merkmal des Liquide-Seins. Wie schnell kann ich mein Asset tatsächlich wieder an irgendjemand verkaufen und kriege mein Geld zurück? Das ist nicht die Sicherheitsvariante, ne? Wie sicher ist das, dass ich mein Geld zurückkriege? Mit welcher Wahrscheinlichkeit? Sondern wie schnell geht das? Wenn ich zum Beispiel eine Aktie, die an den Börsen gehandelt wird dieser Welt, die kann ich im Grunde jederzeit wieder verkaufen, außer die Börse ist geschlossen oder die Börsen sind geschlossen. Oder ich finde tatsächlich niemanden, der mir meine Aktie abkaufen will. Ne? Aber dann steht es auch irgendwann bei Null. Da hatten wir ja auch schon die Frage. So, dann haben wir eben diese beiden. Wie sicher ist das Asset? Wie liquide ist das Asset und welche Rendite kann ich von diesem Asset erwarten, von dieser Geldanlage? Also, was weiß ich, auf dem Tagesgeldkonto kriegen wir 0,01, glaube ich. Hallo, ich sage zurück. Bei Aktien haben wir Durchschnittswerte rollierend über wirklich die vergangenen 50 bis 100 Jahre von etwa 6 bis 7%, manchmal auch 10%. Bei Immobilien es ist, glaube ich, so um die 6%, auch über einen längeren Anlagezeitraum. Aber das sind so verschiedene Werte. Welche Rendite hatte ein Objekt in der Vergangenheit oder bei Zinsen, bei Geldanlagen oder Devisen, bei Anleihen? Welchen Zins bekomme ich dafür, dass ich mein Geld hingebe? So, das sind diese drei Dinge, drei Eigenschaften, die was sich auch so ein bisschen dann streitet. Und einige von euch werden jetzt sagen, ach, die Dani, die redet ja über das magische Dreieck der Geldanlage. Stimmt. Das sind die Ecken des magischen Dreiecks der Geldanlage. Ne? Wie sicher ist ein Asset? Wie liquide ist es? Und welche Rendite ist daraus zu erwarten? Und die streiten sich im Grunde drum.
umeinander. Ne? Es gibt noch ein viertes mittlerweile, nämlich wie nachhaltig ist eine Geldanlage, ne? Wie nachhaltig ist ein Asset? Das ist auch nur eine ganz interessante Zusatzmerkmal, was in letzter Zeit immer wichtiger wird. Aber ich bleibe jetzt mal bei den dreien. Also, welche Geldanlage für was? Und dann geht ihr eben hin. Für was brauche ich denn diese Geldanlage? Was will ich mit meinem Geld eigentlich erreichen? So, und dann kommt er her. Deklinieren wir es mal durch. Ich will mir ein Haus kaufen. Das Haus an sich ist eine eigene Klasse. Aber ich will das Geld innerhalb von, sagen wir mal, ich brauche das Geld in 5 Jahren. Das ist ein ganz klassischer Fall. Ich brauche das Geld in 5 Jahren. Das heißt, ich spare diese Summe an, um mir dann eine Immobilie zu kaufen. Ist die Frage, welche Geldanlage für was? Ich will in 5 Jahren Zeitraum, in 5 Jahren mir etwas kaufen. Ja, dann spare ich das natürlich an als Assetklasse auf einem Tagesgeldkonto, weil ich brauche dieses Geld in 5 Jahren. Es muss also sicher da sein. Ich brauche eine sichere Geldanlage. Das ist Tagesgeld. Und ich will es nach 5 Jahren einfach wieder haben. So, da kann ich nicht in Aktien investieren, weil ich ein großes Risiko habe, dass der Wert gesunken ist. Na, kann ja sein, in 5 Jahren, dass die Börsen ganz woanders stehen als heute. Das heißt, es ist nicht sicher. Ich kriege nicht wirklich mein Geld, sehr wahrscheinlich 100% wieder. Und deshalb fällt das aus. Also wenn ihr auf ein Haus spart, wenn ihr auf einen Auslandsaufenthalt spart, wenn ihr irgendwo drauf spart, wo ihr genau wisst, in 3 Jahren brauche ich das Geld, in 2 Jahren, in 5 Jahren, dann könnt ihr es nicht an der Börse anlegen, könnt es nicht in einen Immobilienfonds stecken, oder dergleichen längerfristig in Anlagen legen, wo ihr ein höheres Risiko erwartet, weil dann auch die Verlustrisiken größer sind. Ihr braucht dieses Geld. Deshalb gibt es da nur Tagesgeldkonten und das ist auch in Ordnung so. Da muss kein Zins fließen. Das ist genauso mit unseren sicheren Bestandteilen im Portfolio. Die müssen keine großen Zinsen abwerfen. Es wäre natürlich schön, wenn, aber sie müssen es nicht, weil das nicht ihr Ziel ist. Ihr müsst die Geldanlage auch in Zielkategorien denken, ne? Wenn ihr etwas wirklich wiederhaben wollt, an Geld. Okay, die Inflation knabbert etwas dran, d'accord. Aber wenn ihr das Geld braucht zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt und der ist relativ nah, nur kurz- und mittelfristig, also innerhalb bis zu 10 Jahren, dann könnt ihr das nicht irgendwie in risikoreiche Anlagen stecken. Das geht nicht, okay? Wenn ihr auf die Rente sparen wollt und ihr habt mindestens noch 15 Jahre bis zur Rente, sieht das ganz anders aus. Denn da könnt ihr tatsächlich ein Risiko eingehen, eine Rendite anstreben, na? Das ist dann, wenn ihr eine gewisse Rendite anstrebt, geht ihr ein Risiko ein. Das heißt, sicher ist die Anlage erst nach einem bestimmten längeren Zeithorizont, bei Aktien zum Beispiel 15 Jahre. Und liquide sind Aktien zum Beispiel, weil ihr sie jederzeit verkaufen könnt. Die Frage ist halt, wann ihr sie verkauft. Also, je längerfristig ihr denkt, desto höher kann tatsächlich das Risiko sein, dass ihr eingeht, wenn ihr höhere Renditen haben wollt. Bei der Liquidität, die Sachen, die man meistens langfristig anlegt, sind meistens nicht so liquide. Bei ETFs und Aktien ist das aber nicht so. Bei Anleihen ist das aber auch nicht so. Die könnt ihr auch jederzeit über die Börsen, also wenn sie börsennotiert sind, jederzeit über die Börsen wieder in Geld umwandeln. Wichtiger Tipp ist, wenn ihr Geld irgendwo anlegt, achtet darauf, dass es möglichst liquide ist, also dass ihr möglichst schnell an euer Geld rankommt. Beispiel Genossenschaftsanteile. Genossenschaftsanteile beteiligt ihr euch mit einer Summe, was weiß ich, mehrere tausend Euro an einer Genossenschaft. Ihr werdet also Genossin oder Genosse. Ihr tragt mit eurer Einlage aber auch das Risiko, dass die Gesellschaft, wenn die Genossenschaft pleite geht, ist euer Anteil weg. Ihr kriegt aber für diesen Genossenschaftsanteil gute Zinsen zurzeit. Ihr könnt sie aber erst mit ihr müsst sie, also ihr könnt sie nicht sofort kündigen, wenn ihr sagt, ich brauche jetzt das Geld. Meistens müsst ihr mit 2 Jahren oder 3 Jahren Vorlauf den Anteil kündigen und dann kriegt ihr ihn in einigen Jahren zurück. Meistens ist es so. Es sind nicht nur Monate, sondern Jahre.
Das heißt, wenn ihr Geld wirklich langfristig investieren wolltet und auch ein möglicher Totalverlust euch nicht schreckt, meistens ist es ja nicht so, aber bei Genossenschaften, aber kann sein, und ihr das Geld in Teilen wirklich übrig habt, dann könnt ihr das auch langfristig in Genossenschaftsanteile zum Beispiel legen. Aber dann muss euch klar sein, das Geld kriegt ihr nicht schnell wieder, sondern das dauert, kann bis zu 3 Jahre dauern, bis ihr es wiederbekommen könnt, wenn ihr es dann eben zur Frist kündigt. Diese Dinge müsst ihr bei jeder Geldanlage im Grunde abklopfen. Was sind meine Ziele? Kurzfristig, mittelfristig, langfristig? Langfristig geht alles so ab 10, 15 Jahre los. Und das dann einteilen. Wie liquide ist das? Wie schnell kann ich das wieder cashen? Ist das sicher? Ist das unsicher? Was für eine Rendite möchte ich dafür haben? Was noch wichtig ist zu wissen, wenn ihr euch mit Renditen beschäftigt, Renditen sind immer historische Daten, ne? Das ist immer der Blick zurück. Wenn ihr höhere Renditen haben wollt, also wenn ihr ja sagt, naja, ich möchte schon gerne so 5, 6% an Rücklauf haben, ne? An zusätzlicher Vermehrung meines Geldes, dann ist klar, dann müsst ihr ein Risiko eingehen. Ohne Risiko keine Rendite. Aber es ist nicht so, dass wenn ihr ein ganz hohes Risiko eingeht, dass ihr Rendite bekommt. Also der Rückschluss ist nicht richtig. Der Schluss, wenn ihr Rendite haben wollt, müsst ihr ein Risiko eingehen. Ja, heißt aber nicht im Umkehrschluss, ein hohes Risiko bringt immer eine hohe Rendite. Das ist der völlig falsche Schluss. Das dürft ihr niemals denken. Solides Risiko bringt solide Renditen. Und wir streuen unsere Geldanlagen möglichst breit, diversifizieren, damit wir die Risiken möglichst runter dimmen und puffern es ab mit sichereren Anlagen wie Anleihen oder Tagesgeld. Ne? Das müsst ihr unbedingt beachten. Wenn jemand zu euch sagt, hey, Dani, Geldfrau, du, ich habe hier ein total top sicheres Investment für 10% Gewinn im Jahr. Da sage ich schon, bin ich raus, interessiert mich null. Warum? Es gibt keine sicheren Investments, die 8 oder 10% Rendite im Jahr abwerfen. Die gibt es schlicht nicht. Das ist Spekulation, das will ich nicht bei meiner Geldanlage. Oder das ist Betrug. Oder es ist ein Schneeballsystem. Aber das ist keine seriöse, richtige Geldanlage, für die ich mich irgendwie interessiere. Und das ist auch für euch so ein Anhaltspunkt. Also wenn jemand mehr als 6% Rendite euch verspricht pro Jahr, dann würden bei mir alle, dann klingeln bitte hoffentlich bei euch alle Glocken, denn die Marktrendite, die möglich wäre über einen langen Horizont, sind um die 6%, um die 6, 7%. Deshalb alles, was darüber ist, will ich mich gar nicht mit beschäftigen. Nicht für die langfristige Geldanlage und nicht mit Geld, was ihr in euer Vermögen stecken wollt. Und alles darunter kann man sich mal angucken. Aber ihr wisst ja, es gibt nicht so viele Assets, nicht so viele Geldanlagen. Und der Zeithorizont entscheidet und wo ihr euch selbst einordnet zwischen sicher, liquide und Rendite für die Zeit mit der eurer Geldanlage. So, ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht total verwirrt. Ich winke euch zurück. Habt ihr noch Fragen? Dann wäre das jetzt die Möglichkeit, sie zu stellen. Und ich trinke mal einen Schluck Tee. Okay, Prost. Also wenn ihr zum Beispiel, wenn ihr wirklich auf was sparen wollt, und ihr braucht es wirklich zu einem gewissen Stichtag, dann packt es nicht in ETFs oder so, packt es nicht in Aktien, packt es nicht in riskante Geldanlagen rein, weil ihr wirklich einen Verlust damit machen könnt und dann kommt das Geld nicht zurück. Wenn ihr so einen mittelfristigen Anlagehorizont habt, dann könnt ihr ja, was weiß ich, 80% wirklich Tagesgeld reinpacken und 20% vielleicht an die Börse tatsächlich gehen, um noch so einen kleinen Renditepuffer oben, Renditeturbo oben drauf zu haben. Aber bleibt bei den Dingen. Es ist keine Hexerei und wenn ihr das Geld braucht, so bestimmt Stichtag spart einfach, egal ob es da genug Zinsen gibt drauf oder nicht. Okay? Danke für deine klaren Worte, ja? Ah, danke.
Überschussbeteiligung. Was ist das? Anna, eine Überschussbeteiligung. Ja, das ist im Grunde das, was du, das kommt aus einem Versicherungsvertrag, aus einer Renten- oder Lebensversicherung, ne? Oder fondsbeteiligten Kapitalversicherung. Überschussbeteiligung ist das, was die Versicherer mit den Fonds, in denen du dein Geld investierst, quasi erwirtschaften. In diesen Verträgen gibt es einen Garantiezins und die Überschussbeteiligung. Das ist im Grunde das, was die Fonds an Gewinnen erwirtschaften, bekommst du auf deinen Vertrag als Überschuss gutgeschrieben. Was ist die Überschussbeteiligung? Du wirst am Überschuss des Fonds, also am Ertrag des Fonds, beteiligt. So. Aber die Überschussbeteiligungen müssen die Unternehmen, die Versicherer nicht mehr ausschütten, wenn es ihnen schlecht geht. Es gab vor einigen Jahren ein Gesetz, an dessen Namen ich mich nicht genau erinnere, an dessen Namen ich mich eigentlich überhaupt gar nicht erinnere, weil er wieder mal extrem kompliziert ist, wo aber den Unternehmen zugestanden, den Versicherungsunternehmen zugestanden wurde, dass sie in Schieflagen diese Überschussbeteiligung nicht zahlen müssen, beziehungsweise dass sie Fonds schon jetzt bilden müssen, um dort Gelder zu parken, um die Garantiezinsen überhaupt bezahlen zu können. Dieses Gesetz muss ich nochmal nachlesen, weil das ist wirklich ein wichtiges Gesetz für uns, weil das tatsächlich die Überschussbeteiligung gegen Null fahren lassen könnte am Ende unserer, also Ansparzeiten für der Rente, und dann hast du im Grunde das Geld der Versicherung gegeben, die hat es verwaltet und du hast im Grunde keinen Mehrwert davon. Ne? Das ist dann der Nachteil. Okay. Kann es bei den ETFs derzeit auch um eine Blase handeln? Ja, das ist eine Frage. Also wüsste ich jetzt nicht, was bei den ETFs eine Blase ist. ETFs sind ja im Grunde nur ein Sammelbecken für Aktien. Also wir sind noch lange nicht da, wo das vielleicht irgendwie zu Problemen werden könnte. Die Märkte sind auch so getrieben von großen Investoren, dass na, nee. Nee. Für mich ist das keine Blase. Ich wüsste auch nicht, nee. Zählt der Notgroschen mit zum Risikoanteil? Yep. Oder sollte man den Beitrag aus? Ach so, außen vor lassen. Ja, definitiv. Also tatsächlich, der Sicherheitspuffer der Notgroschen ist nicht auf Depotebene zu sehen. Ja, das ist außen vor. Das ist für euer Leben, falls wenn da was schief geht. Und die sicheren Bestandteile, den risikoarmen Teil im Weltportfolio von Komma zum Beispiel, da ist der Notgroschen wirklich außen vor. Ne? Wir betrachten unseren Vermögensaufbau zwar als Gesamtpaket unseres gesamten Lebens, aber letzten Endes dann auf Depotebene. Unterschied zum Beispiel, wenn ich eine Immobilie habe, betrachte ich die nicht auf meinem Depot, sondern betrachte sie in meiner Gesamtheit als Vermögens. Und für die Immobilie muss ich zusätzlich, oder ist es wenigstens klug, wenn ich zusätzlich ein Tagesgeldkonto habe, wo ich Gelder anspare auf dieses Konto für Reparaturen und so weiter. Ne? Ich denke, meine Geldanlage als Gesamtheit, gucke mir an, okay, die Immobilie, da muss ich irgendwie noch eine Sicherheit für die Immobilie haben. Ich muss eine Sicherheit für mein Leben haben, meinen Notgroschen. Und auf Portfolioebene mit Aktien, Anleihen und so weiter, oder Rohstoffen, whatever, was ich da mal drin habe, betrachte ich auf dieser Depotebene risikoarmen und risikoreichen Anteil. Yep, richtig. Was heißt denn Bank N26? Lustig, dass du mir die Frage stellst. Sind Gelder bei Online-Banken deiner Meinung nach sicher? Also die Online-Banken sind so genauso wie die großen etablierten Banken alle reguliert. Die werden alle von der BaFin überwacht, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Die BaFin guckt da sehr genau hin. N26 hat schon zwei Rügen, glaube ich, von der BaFin bekommen, weil sie, ich glaube, bei der Geldwäsche hatten sie Schwächen, das zu erkennen. Also Online-Banken sind hochreguliert und von dieser Sicht aus her sicher, sicher in dem Sinne, dass dein Geld nicht weg ist. Denn die Online-Banken
parken die Gelder im Grunde genauso wie die traditionellen Banken, nur der Übertragungsweg ist halt, dass du zu Hause sitzt und nicht, dass du in die Filiale gehst. Und natürlich musst du aufpassen. Ich würde Online-Banking zum Beispiel nie am Handy machen, never ever, schon gar nicht, wenn ich unterwegs bin, weil es kann sich immer einer einhacken. Und diese Gefahr ist nicht klein, würde ich nie machen, Online-Banking an Smartphone-App, während ich unterwegs bin. Ich mache es immer zu Hause am Laptop oder am Desktop. Und das heißt, du musst auch auf eine sichere Verbindung zu der Online-Bank achten. Das würde ich unbedingt machen. Und dann sind Online-Banken sicher. Und die sind auch, die müssen auch, wenn Buchungen zum Beispiel falsch gebucht sind, die müssen das von ihrer Seite her wieder in richtig machen. Also sie haben da die Beweislast und nicht du, wenn ich richtig informiert bin. Bei N26 ist das Problem, dass du tatsächlich die nicht erreichst. N26 erreichst du nur per E-Mail. Das heißt, wenn du wirklich ein dringendes Problem hast, ist manchmal E-Mail auch langsam, so wie die Post dauert das dann manchmal Tage, bis dann irgendwas passiert, wirklich etwas passiert. Es gibt einige Foren, die da wirklich, also Facebook-Foren, die da, ja, Kritik äußern, sagen wir es mal so, Kritik an N26 äußern. Das kann aber auch durchaus daran liegen, dass N26 einfach so wirklich wahnsinnig wächst oder gewachsen ist. Und das sind einfach so Geburtsschmerzen, könnte ich mir vorstellen, ohne es zu wissen. Bei der Indiba zum Beispiel, die kannst du anrufen. Na? Das geht bei N26 nicht. Deswegen ist das die Frage, wenn wirklich etwas wäre, bei der Indiba kriegst du sofort jemand, zum Beispiel, oder bei der Comdirect kriegst du sofort jemand. Bei N26, you never know. Also, it's up to you. Man kann es testen, warum nicht? Aber meine ganze Kohle würde ich da, glaube ich, nicht verwalten. Also, ich persönlich nicht. Dass die BlackRock gesetzt wird, so wie damals bei der Telekom-Aktie Anfang der 2000er Jahre. Ja, aber das kann man nicht vergleichen. Die Telekom-Aktie, das war ein Unternehmen, das war eine Aktie. Hier reden wir von Aktienkörben. MSCI ist ein Index, ist ein Indexanbieter, ne? Und Morgan Stanley Capital International heißt da zum Beispiel ausgesprochen, ne, von Morgan Stanley. Und BlackRock ist ja eine Anlagegesellschaft. Man könnte ihn auch Hedgefonds nennen, einer der größten Vermögensverwalter dieser Welt, die den MSCI abbilden. Deswegen hinkt der Vergleich. Hinkt sehr. Okay. Einen Medien-MSCI. Was natürlich sein könnte, nochmal auf Kärger, MSCI und BlackRock und wenn natürlich immer mehr Anlagegesellschaften immer mehr den MSCI zum Beispiel abbilden, dann werden ja immer mehr Aktien, die im Umlauf sind, in diese ETF-Fonds, ich sag mal, gebunden. Ja, das stimmt. Das heißt, die Aktien werden ja vielleicht immer knapper, dann steigen die Preise, dann steigen die Indizes, dann steigen unsere Anteile. Ja, das ist richtig. Und dann kann es tatsächlich zur Blasenbildung kommen. Das ist durchaus möglich. Rein theoretisch ist das möglich. Ich weiß nicht, ob es praktisch möglich ist, weil es gibt wahnsinnig viel, es gibt ja wirklich sehr, sehr viele Aktien. Und der Markt ist, wenn ich richtig informiert bin, bei 10% zurzeit in ETFs an umlaufenden Aktienvermögen investiert. Aber das ändert sich natürlich. Von daher ist es zu beobachten. Wäre eine spannende Frage an den Herrn Kommer, der das Ganze natürlich viel tiefer durchsteigt, als ich das tue. Ne? Aber ich werde noch mal drüber nachdenken. Okay? Also, dann wünsche ich euch was und morgen, gucken wir mal eine Renteninformation an. Also, wenn ihr gesetzlich in die gesetzliche Rentenkasse zahlt oder nicht Rentenkasse zahlt, das ist ja blöd. Wenn ihr in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert seid und da eure Beiträge in die Gemeinschaft hineingebt, so heißt es, ist es ja ordentlich formuliert, dann nehmt eure Renteninformation zur Hand und ich zeige euch mal ein paar Sachen, worauf ihr achten müsst, beziehungsweise wie ihr sie gut lest, okay, damit ihr gut informiert seid. Okay,
Also ich schicke euch ein Herz zurück. Wie macht man das? Ich habe noch nie so ein Herz gemacht. So, ne? So. Ich glaube, ich muss noch üben. Nee, so ist das doof. So. Gut, ich übe noch ein bisschen. Okay? Also, dann sage ich ciao, ciao, macht euch finanzschlau und wir sehen uns morgen auf eine Tasse Tee mit der Geldfrau.